Gia. Und wir sind wieder da bei Theme Hospital. Die rennen hier rum wie die Hühner. Ach so, das sind die Schlauen. Ach ja, hier ging es ja irgendwie darum, dass ich keine... ich mach nochmal Pause hier. Dass ich keine Spezialisten einstellen kann, dass ich hier nur die drei Leute habe, die alle anderen ausbilden sollen. Ja... Und ansonsten läuft das wohl wie ein ganz normales Krankenhaus. Was? Zwei brauche ich nicht. Passt da noch einer durch? Nein. So. Empfangsdame. Höflich und hilfsbereit. Genau. So, was? Sie braucht bestimmt einen Heizkörper. So. So, und dann wieder die Standard-Dinger hier. Oh, hoffentlich passt da noch ein anderes neben. Aber wo soll ich denn die Tür hinmachen? Das sind 4, 1, 2, 3, 4. Ah, das geht auch. Ah, da kommt die Tür nach hier. So, ein Schrank, ein Stuhl. Zack, so. Heizung, ja. Ja, ein Schreibtisch muss er nicht so frieren, wenn er arbeitet. Ach, ich muss einen Handlanger einstellen. Ja, ja. Aber einen guten, er hat keine Einstellung. Er kriegt auch keine Einstellung. Okay, er ist unglaublich talentiert. Wunderbar, allgemeine Diagnose. So. Gebeten, das passt natürlich nicht hierhin. Psychiatrie? Kann die so klein sein? Nein. Was? Aber die Pharmatheke bestimmt. Ja. Da kommt die Tür hin. So. Ja. So, es ist gut. Hier, die Pflanze in die Ecke. Nachher die Schwester. Ein Glück haben wir den. Faul und unmotiviert. Passt gut auf. Aber sie hat Rave und Trip-Hop. Naja. So. Doch eine allgemeine Diagnose. Ach, geht noch gar nicht los. Ja, deswegen. Gut. Ja, machen wir die Tür hier hin. Besser ist es. Aber das ist ja auch blöde. Dann müssen die sich ausziehen und dann ist da so ein kalter Kachelboden. Fußbodenheizung wäre nicht schlecht, ne? Ja, so. Obwohl ich noch nicht weiß, ob so Mülleimer überhaupt was bringt. So voll gemüllt, wie meine Krankenhäuser immer sind. Ah ja, okay, da werden die sich wohler fühlen. Was machen die denn hier? Warum laufen die hier so rum? Was können wir denn für Ärzte einstellen? Nur Deppen? Naja. Der ist ja ganz normal. Die anderen sind aber Profis, ne? Können wir noch mehr kaufen? Ja. Ach. So. Oh, geht los. So, was brauchen wir noch? Hier. Psychiatrie? Nee, da muss... Irgendwo muss ja auch... Die Stühle hin. Nee, hier hin mal. Gucken, was da draus wird. So. Ach ja. Damit es so aussieht, als wäre er schlau. So, Bücherregal, vors Fenster, jawohl. Ach, geht schon los. Jetzt kommt er nicht mehr ran zum Gießen. So. Mitten im Raum, das ist okay. So, jetzt brauchen wir Bänke. 6 und ein Getränkeautomat und ein Heizkörper, ja.
Wohin? Hier. Kann man nicht. So, Heizkörper auch noch. Genau. Neue Krankheit jetzt schon. Was haben wir? Heiße Rippchen. Ach so, natürlich. Nein, wir haben keine Forschungsabteilung. Gut, dass er es sagt. So, haben wir gleich einen größeren Raum. Da wird viel erforscht. Ja, lieber hier hin. So, Mülleimer, Pflanze, Heizkörper, noch ein Aktenschrank. Den kann man immer brauchen. Genau. Was? Knackbacken? So, in die Forschungsabteilung. Ja. Was ist das hier für eine? Ach, das ist der Chirurg. Das ist der Forscher. Was macht denn der da? Ach so, wir wissen gar nicht, was er hat. Neue Krankheit. Durchfall. Ihhh. So, was haben wir in der Entlüftung? Haben wir auch? Brauchen wir die? Nee. Station. Ja, Personalraum wäre schon nicht schlecht. Na, hier ist viel Platz. Naja, der muss ja nicht so groß sein wie möglich. Hier genau. So, Billardtisch, Fernseher, Heizkörper. Gucken, passt der überhaupt hier hin? Ne, hier wird kein Billard gespielt diesmal. Schade. Obwohl das immer so einen Spaß macht. Dann machen wir dafür nur zwei Pflanzen. Brauchen wir noch ein Sofa? Dann ist es. Passt noch ein Sofa hin? Nein. Ach, ja. Naja, läuft doch. Wer will kommen? Ach, der Bürgermeister jetzt schon? Na, komm noch her. So, brauchen wir eine Station jetzt schon? Station ist gut. Braucht man nicht so eine große. Was? Ach so, kann ich nicht. So, hier kommt ein Bett hin. Auf jeden Fall zwei Betten passen noch. Und eine Heizung. Hier und da. Aber ich dachte, wäre mehr Platz. Naja. Und noch ein Heizkörper. Pflanze. Da. Pflanze, jawohl. Gibt es einen Ferner, wo er forscht? Okay, sie ist fleißig rein. So, hallo. Hallo. Weiß sie auch nicht so richtig. So, vier. Bauen wir einfach. Naja. So. Hier, da geht keins. Okay, machen wir weg. Ja. Denn. Was haben wir entdeckt? Schmalzstimme. Jawohl. Nee, was wollte ich denn hier? Ich wollte ja gucken, was ich noch bauen kann. Ach so. Ach, die Poliklinik und Entlüftung. Tja. Oh, da ist einer schon mit einem Riesenkopf. Dann brauchen wir die Entlüftung. Die kommt hier hin. Die brauchen ja auch nicht so groß sein. Hier kann er rausgucken. So.
Genau. Nee, geht nicht. Was haben wir entdeckt? Jokos Popos, genau. Stellen wir am besten noch irgendeinen Deppenarzt ein. Keine Ahnung. Was haben wir noch? Die Poliklinik, genau. Naja, passt nicht, nein. Was? Wir entdecken ganz viel. Schlafkrankheit. Ja. Was? Jetzt schon? Da hat er ja ordentlich auf die Tränendrüse gedrückt. Tränendrüse, ja. So. Ja, machen wir sowas gut. Hier ist die Tür, Fenster rein. Auch da, ja. So, ja. Doch, eine Heizung brauchen wir noch. Wieso zwei Pflanzen? Heizkörper wollte ich haben. Pflanze. Müll. So, was haben wir jetzt? Aufgeblasenheit. Ach ja. Haben wir jetzt noch eine Bank? Eine Schwester bitte in die Poliklinik. Dann noch eine. Ach, haben wir jetzt schon polierte Knochen? Ja, haben wir. So, was ist der Notfall? Heiße Erkältung. Ja, sind wir dabei. Dann machen wir mit. Sehr schnell und fleißig, aber brauchen wir wirklich so viele Schwestern? Die hat Langeweile, ne? Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Wichtige Durchsage. Patienten mit heißer Erkältung im Ja. So. In die Forschungsabteilung, bitte. Hier wollte ich gar nicht hin. Was kommt da? Ja, los, Forschungsabteilung. Toilette, Ausbildung. Ja, Toiletten sind auch gar nicht so unwichtig, ne? Da und ein Fenster. Auf Klo. Ja, na klar. Kann man nicht. So, dann müssen sich da die Hände waschen. Machen Sie doch bestimmt Hände waschen. Eine Schwester bitte in die Poliklinik. Poliklinik. Wird die so oft gefordert? So, dann können wir da doch noch Bänke hinbauen. Wo ist die Schwester? Okay, müssen wir da noch eine einstellen. Aber sie ist fleißig, das ist schön. So. Haben wir alle gemacht? Ja, haben wir alle geschafft. Nee. Ah, das war, weil der Bürgermeister da war. Er war zufrieden. Heiße Rippchen, geht doch denn forschen?